habe das zum ersten Mal, ich war ja, also ich bin ja Fondsmanager und war 10 Jahre ziemlich bullish für Aktien. Also ich habe im März 2009 gesagt, Vollgas für Aktien investieren, und wir sahen bis letztes Jahr ziemlich voll investiert. Und im Januar habe ich dann auf dem Fondskongress in Mannheim gesagt, es wird kritischer. Und ja, wenn Sie jetzt glauben, Herr Otte hat die letzten 10 Jahre schlechte Laune gehabt, vor dem Crash gewarnt und jede Woche eine neue Schreckensmeldung an die Wand gemalt. Tja, da haben Sie sich getäuscht. Er war die ganze Zeit hochbullisch, hochoptimistisch und hat natürlich voll ins Schwarze getroffen. Da kann man schon mal klatschen. Wenn Sie jetzt glauben, da was anderes in Erinnerung zu haben, dann liegt das allein bei Ihnen. Passen Sie gefälligst mal besser auf. Aber wir schauen einfach mal nach und gucken einfach mal, wie das so ausschaut, wenn so ein Crash-Prophet mal so richtig ein Jahrzehnt lang voll optimistisch, bullisch und positiv gestimmt ist. Wir beginnen am Anfang des Jahrzehnts, im Jahr 2010. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die positiven, bullischen und optimistischen Prognosen des Herrn Otte. Crash der Euro innerhalb der nächsten 10 Jahre. Wahrscheinlich schon. Welche Nation wird in 10 Jahren wirtschaftliche Weltmacht sein? Ich denke schon, dass China dann die Nummer 1 ist, so wie die Dynamik weitergeht. Das ist schwer aufzuhalten. Wir sehen ja im Moment, dass die Krise sich verschlimmert. Wann die Krise vorbei ist, lässt sich relativ schlecht sagen. Also es muss erstmal schlimmer werden, es müssen Geldwerte bereinigt werden. Da haben wir noch gar nicht richtig mit angefangen. Eine Ewigkeit später. Wenn Gold jetzt, was weiß ich, auf $10.000 schießt, dann sind wir vielleicht am Höhepunkt der Krise. Und damit kommen wir zum Punkt. Wo stehen die Amerikaner? Untergang oder Erholung? Was meinen Sie? Also zunächst einmal steht das Land schon am Abgrund. Es steht ziemlich schwierig da. Mit ihm will ich sprechen über die weiteren Perspektiven an den Kapitalmärkten in diesem Jahr 2011. Und selbst wenn es in Griechenland und Irland und auch Portugal gravierende Probleme gäbe, sind das sehr kleine Volkswirtschaften. Die wahren Probleme der Weltwirtschaft liegen ganz woanders. Zum Beispiel in den Staaten. Richtig, in Vereinigten Staaten von Amerika. The USA, greatest country in the world. Wo knallt's am ehesten? Was sagt der Crash-Prophet? Der für das kommende Jahrzehnt hochgradig positiv, bullische und optimistische Crash-Prophet, bitte. So viel Zeit muss sein. Bei Staatsanleihen. Und zwar bei großen Staatsanleihen, also nicht bei den Rohstoffen, sondern tatsächlich die Risiken liegen bei der US-Verschuldung, bei den US-Bundesstaaten. Eine Ewigkeit später. Denn wann kommt denn der nächste Crash, Professor Otte? Der nächste Crash ist entweder ein Rohstoffcrash oder ein Anleihencrash. Und das kann in den nächsten 3-4 Jahren, sehen wir da auf dem Anleihenmarkt, massive Verwerfungen. Herr Professor Max Otte, ist die Finanzkrise schon vorbei? Nein, also die Finanzkrise vielleicht, aber die Wirtschaftskrise noch nicht. Da knabbern wir noch etliche Jahre dran. Eine Ewigkeit später. Tja, so sehen Prognosen aus, meine lieben Freunde. Heute, ein knappes Jahrzehnt später, hat der Mann, der mit genau diesen Prognosen richtig, richtig viel Geld verdient hat, nun nichts Besseres zu tun, als zu sagen, hab ich ja immer gesagt. Na, also ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber habe ich immer gesagt, hört sich bei mir irgendwie anders an. Aber das mag an mir liegen. Ich wollte es euch nur mal so am Rande mitteilen, weil ich fand's schon ein bisschen arg dreist, wenn man da richtig, richtig viel Geld mit verdient, mit Prognosen, die dann, naja, sagen wir mal so mittelgeil laufen. Und viele Leute einem da Millionen anvertraut haben. Und man dann nach 10 Jahren feststellen muss, na, man hat's jetzt nicht ganz so genau getroffen mit den Prognosen.
dass man dann noch nicht einmal sagt, tja Mensch, da lag ich wohl ein bisschen daneben, sondern dass man sich dann noch allen Ernstes hinstellt und sagt, und wenn's nur im O-Ton ist, hab ich ja immer gewusst. Naja, ich weiß nicht. Die Leute merken's wieder nicht und hängen ihm weiter an den Lippen und sehen ihn weiter als den Godfather of Wirtschaftsprognose. Wie gesagt, wie ihr das empfinden wollt, wie ihr das sehen wollt, überlasse ich ganz euch. Ich wollte nur mal so am Rande drauf hinweisen, da ich persönlich zumindest diese stolze Ansage, die er da kürzlich getätigt hat, ihr seht sie gleich nochmal, schon ein bisschen gewagt finde. Sagen wir es mal so, möglichst höflich. Vermutlich wird mich das Video wieder einige Abos kosten und absolut überproportional viele Daumen nach unten. Viele wollen lieber Fan sein, als irgendwie was zu hören, was ihnen nicht ins Weltbild passt. Keine Ahnung. Ich mach's trotzdem, auch wenn's mir wohl wieder nicht gedankt wird. Und nein, ich finde nicht, er hat von nichts eine Ahnung. Wie würde ich das am besten formulieren? Ja, er ist halt ein Prof. Viel Theorie, wenig Praxis. Also theoretisch ist das immer alles ganz nett und man kann sich's durchaus auch mal anhören. Ich hör's mir auch immer mal wieder gern an. Hier und da eine interessante und richtige Information dabei, aber eben mit den Schlüssen wird's dann immer sehr, sehr eng. Und da gibt's auch noch einige andere Herren. Theorie und Praxis sind dann eben oft zwei verschiedene Sachen. Ganz so einfach ist es nicht. Deshalb sind auch die wenigsten Wirtschaftsprofessoren reich. Und auch hier dürfte der Herr zwar reich sein, aber weniger, weil seine Prognosen getroffen haben, sondern eher, weil Leute daran geglaubt haben, dass seine Prognosen treffen werden. Und das halte ich dann schon ein bisschen für bedenklich. Aber gut, muss jeder selber wissen, wir sind ja alle erwachsen, ne? Wie gesagt, ich wollte nur mal so am Rande drauf hinweisen, habe ich ja auch schon öfter gesagt, auch neutral, schaut genau hin, normal ist das euer Job, ich bin ja gegen alles, daher meine Service-Opposition für euch. Auch wenn ich natürlich privat überhaupt nichts gegen den Herrn Otte habe. Aber vielleicht, wenn er sich das Video anschaut, was er sicher tun wird, kleiner Tipp am Rande, wenn es Ihnen wirklich am Herzen liegt, zu informieren, dann stapeln Sie doch vielleicht mal ein, zwei Stufen tiefer. Also malen Sie nicht immer so katastrophale Szenarien an den Himmel und erwecken dann so ein bisschen im O-Ton immer den Eindruck, als würde die Welt nächste Woche untergehen und als wäre das ganz, ganz sicher und so Geschichten. Sondern lassen Sie die Kirche im Dorf, weisen Sie gern auf Probleme hin, machen Sie ja auch richtig, aber ja, mit Prognosen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Vor allem nach so einer Bilanz. Und vor allem dann mit so selbstbewussten Ansagen, wie wir sie am Anfang gehört haben und wie wir sie jetzt auch gleich wieder hören. Allah, ich hab's ja gleich gesagt. So, und jetzt bin ich gespannt, wie viel Dislikes, böse Kommentare und so weiter ich wieder bekomme. Auch wenn es mir natürlich anders lieber wäre, ein bisschen lustig finde ich's schon. Ich habe das zum ersten Mal, ich war ja, bin ja Fondsmanager und war 10 Jahre ziemlich bullish für Aktien. Also ich habe im März 2009 gesagt, Vollgas für Aktien investieren und wir sahen bis letztes Jahr ziemlich voll investiert und im Januar habe ich dann auf dem Fondskongress in Mannheim gesagt, es wird kritischer. Und wenn Sie jetzt aber abschließend sagen, ja, was soll ich denn machen? Auf wen in aller Welt soll ich denn hören? Was natürlich eine verständliche Frage ist und womit Sie auch recht haben, schwierige Geschichte, schwierige Zeiten, selbst die Profis sind da am Verzweifeln, aber die alte Grundregel lautet, machen Sie nichts, was Sie nicht verstehen. Und ja sicher, es gibt Leute, die kennen sich deutlich weniger aus als Professor Otte. Wenn ich da nur an den sogenannten Wolf of Wall Street denke. The Wolf of Wall Street. Mein Thema diesmal? Da läuft's mir ja schon kalt den Rücken runter, wenn ich da mal reinschaue. Aber dies nur am Rande, wo ich gerade mal dabei bin. Wo steht denn der Bitcoin jetzt und wie wird er denn gehandelt? Also wenn der jetzt 10.000 Euro kostet, wo steht er jetzt? Im Moment, also vor zwei Tagen stand er bei 11.000, jetzt habe ich gerade gehört, steht er bei 9.600. Ah. Und, die kleinste Einheit, die ich davon erwerben kann, ist ein Bitcoin? Oder? Also da bin ich mich nicht genau informiert, aber ich glaube, es ist ein Bitcoin. Ja, mein Gott, was soll man sagen, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Und hey, Kilian, nein, Unge hat vollkommen recht.
auch Regenbogengläser sind nicht die Lösung, auch wenn es traurig ist. Wer die letzten 2-3 Sätze nicht verstanden hat, machen sich keine Sorgen, YouTube Insider. Einfach ignorieren. Das kann einfach nicht sein, weißt du, du guckst mein Video im Stream und du stellst mich einfach als den größten Idioten dar, weil ich einfach eine Vision habe. Ich habe eine Vision wie damals zum Beispiel, was weiß ich, Bitcoins. Wisst ihr, so vor 10 Jahren, jeder hat Bitcoins ausgelacht, als ob du in so eine scheiß Kryptowährung investierst. Guck dir die Leute heute an, die kaufen dein Madeira. Genau wie ich dein Madeira kaufen werde, wenn mein McDonalds-Glas irgendwann mal Wert hat. Ich sag, das ist, die Gläser haben eine Zukunft, ich denk daran, ich bin jetzt nicht so reich, dass ich mir Immobilien kaufen kann oder dass ich in irgendwas anderes Krasses investieren kann. Ich habe auch nicht die große Affinität für Aktien oder sowas. Ich kaufe mir McDonalds-Gläser, ich kenne mich mit McDonalds aus. Ich denke, das ist ein großes Imperium und deswegen denke ich auch, dass bestimmte Produkte von dort in Zukunft irgendwann mal einen Wert haben werden. Und was spricht denn dagegen? Es ist einfach so, wieso musst du meine Investition so ins Lächerliche ziehen, so dass mich tausende Leute anschreiben, du dummer Idiot, kauf dir McDonald's Gläser und denkst, du hast irgendwann Wert davon. Ja, das ist visionäres Denken. Ich denke einfach, dass das irgendwann darauf hinauslaufen wird und wenn du damit nicht konform gehst, dann ist das verdammt nochmal so. Lass mich doch bitte einfach in Ruhe, lass mich doch mein Ding durchziehen und wenn ich denke, dass ein scheiß Regenbogenglas in 15 Jahren einen sechsstelligen Betrag wert ist, dann lass mich das doch denken. Dann sag doch in deiner Reaktion, nein, das glaube ich nicht. Und gut ist, ich glaube es, du glaubst es nicht. 1 vs 1, Alter, wenn wir vor Gericht stehen. Alter, Aussage gegen Aussage. Wer hat jetzt recht? Ich weiß es nicht. Psst, Kilian. The Wall of Wall Street. Ich habe den Monat ungefähr das 10-fache verdient, wie die meisten wahrscheinlich überhaupt in ihrem ganzen Leben schon verdient haben.